Thank you.
Hi. 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 Hast du Sprachübertragung drin bei Streams? Sonst hört man dich auch. Wenn es nicht ist. Solltest du das vielleicht ausmachen? Dann bist du so kalt. Ja. Hi. Stimmt's. Dann hören wir mal, ob man es hört. Ich glaube, du hast aus. Die höre ich nicht. Ich glaube, du hast aus. Oh, da kann man doch noch was umstellen. Ja, sonst ist es blöd. Also, ich glaube, bist du jetzt bei mir mit dem Stream rein. Das werde ich angezeigt, wenn ich. Werde ich selber angezeigt? Normal nicht, oder? Wenn ich in meinen eigenen Stream reingucke. Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich mich hier selber bescheißen. Ah, jetzt höre ich dich. Okay. Weiß ich nicht, hat man gehört gerade. Wo bleibt denn du, Stine? Ein bisschen leveln oder farmen, eins und beiden. Der braucht doch seine Wölfies noch. Mhm. Basti, der leide ich am Leveln durch irgendwie. Wie geht's dem Tom? Ja, was? Hm? Was? Bitte weit hin. Wie so ein Honigkuchenpferd. Ja. Hm, ja, wieder verknallt. Ja. Tom auch. Ja. Das war hier aber tatsächlich ein bisschen blöden Zeitpunkt ausgesucht. Was? Ja. Entschuldigung. Ja. So, was mache ich? Was mache ich blödes alleine? Ich mir Maschi, das sieht man auch nicht oft. So, was habe ich denn noch in meinem schönen Chloe-Buch? Ich könnte jetzt noch dreimal Titan machen, habe ich keinen Bock. Ja, komm, mach mit dem Muffins. Nikok. Nikok können wir auch machen. So, das mache ich auch mit dem Worry, das geht leichter. Mogel! Ein paar Bommel umhauen. Ah, wo ist das? Irgendwie warm. Königliche Konfrontation extrem. Guck.
Juli. Die hörst du gleich vor mir. Alina sieht. Und Anja Mutter hier so. Ich kann die nicht abhalten. Ja, bleib da. Guck nach Paco, bleib da. Nicht abhauen. Ja, ich hör's grad laut. Der Meteorit hat mich getroffen. Abfall um. Ah, ich hab Mopi vergessen, verdammt. Kann mir sowas passieren, was fallen wird. Irre. Destine. Destine. Mein Playmate des Jahres. Destine. Ja, die haben gestern relativ viel gelacht. Also hat das auch gesagt. Die waren ja im Discord mit drin. Die haben sich, glaube ich, weggeschmissen. Ja gut, bei so viel geballter Dummheit kann man auch nur lachen. Muss man ja ehrlich sagen. Ich kann das gleich vom Besten gezeigt, ne? Und gibt's dann noch klein. Schlafen geht. Jetzt war es so. Ich würde das jetzt so traumatisch werden. Obwohl, die hat sich auch nicht wohl gefühlt, kann ich auch verstehen. Ja, die hatte Fieber und die Lungen. Dann wird er Gott sei Dank so lange angehalten. Ja, das ist gut. Ich mach Meatcock. Für den Titel Hotenwäsche. Das haben wir Basti noch immer so schön gesagt. Nicht der Hortenreche, sondern der Hotenreche. Ist ja nicht kurz. Aber gegen meinen süßen Gekun ist die darf ich nicht sagen. Das sieht einfach nur geil aus. Wenn der Phasenwechsel kommt mit den vier Flügeln. Ah, die Sonja-Rüstung können wir einführen, wie die Mietkopf-Flügel. Das tut mir nicht gut. Christine! Ja, ich hab dich vermisst und gleich wieder erkannt. Was? Geht dir gleich? Hat der mich ernsthaft angepisst? Ja. Hast du deine Stimmenübertragung an? Ich möchte nicht so wirken, wenn ich streame, als würde ich mit mir anderen sprechen. Bei Übertragung. Normal müsste die auch gefragt werden. Ja, dass wir einfach zugucken können. Nein! Oh Gott, ich muss dem Scheiß ja ausweichen. Ach, das ist das blöde Tod, was geheilt ist. Ich mach's ja nicht mit den Kugeln! Ich wurde ein bisschen weg, bevor die nächste Kugelwelle kommt. Ja. Für die Schaden wird es geheilt. Für die kleinen Schaden. Ja, eigentlich fast nicht geht. Ja. Aber es ist schon lustig, dass Nitro wirklich mit dabei komplett allein funktioniert im Zimmer. Also ich wusste, dass du ihn immer mal zu zweit machen kannst oder zu dritt, aber komplett alleine als Ziegel. Schon irgendwie sehr komfortabel.
den Laner, den Düsterlaner, was wir schon geholt haben. Da wird dein Titel Hotenrecht nicht mehr hast. Davon hat noch gehört. Oh, ja, habe ich schlecht getan. Och, bitte. Oh nein, ich bin ganz cool mit dem die Ohren. Oh nein, ich bin sie nicht. Na, hast du wenigstens gleich gemerkt, ne? Guckst du da? Oh, dann kann man auch Titan machen. Titan, 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 Titan. Und dann Stufensteigung oder sowas zu kommen. Jo. Muss wieder für 5 Minuten aufs Klo. Die Sau, die Alte. Habe ich ehrlich gesagt, dass ich den Kampf getan hatte, obwohl ich nie jedes Mal mache. Weil die Hubdoli immer wegspringt. Nein! Oh, ich bin gestorben. Oh, Wolfgang war zu viel. Bergsturz, Wolfgang fliegt. Boing. Ja, man muss ja auch zeigen, dass ich das Spieler wie ich auch sehr gerne failen. Das können wir ja nachher mal in einem 90er Dungeon demonstrieren. Wenn der Tank am Boden klebt, oder klärt sich die nicht. Oh, komm. Sollte ich nicht auf diesen Weg spielen, oder? Schön. Okay, Herzphase. So, Herzphase beendet. Spring weg. Anfangen. Das Glorybuch abgeben, glaube ich, wenn ich es richtig gemacht habe. Jo. Schade, keine Reihe voll. Dann ist nicht da nichts. Maschinist, wo du? Ja. Nackter Maschinist. Ja. Was? Hör einfach weg. Wolfgang, Verbindung nackt nichts gut. Was? Was? Fängt die auch an. Nüffel? Welche Nüffel? Ach du nicht auch. Ah, Basti! Hallo? Hallo! Hallo! Falscher Chat, oder? Wollen du rausgekommen? Wieso? Ich hab gedacht, ihr seid jetzt nur noch so Disco-Leute. Was? War doch nicht gestern alle vielleicht im Discord? Nur ihr und so? Nur wir, ja, es ging drum, ein paar Kumpels wollten reingucken, wie Final Fantasy ist. Welche Kumpels denn? Da war doch uns keiner, oder? Und doch, der Samu war drin, der Adventure Lord, aber die, ich hatte da einen Livestream, die wollten da einfach so zuhören. Die waren dann gestummt. Das war ja einer, habe ich gesehen, der wo da war. Ja, der Adventure Lord, und da sind halt mehrere, haben da noch mitgehört. Also. Jetzt lasse ich einfach nur so über YouTube im Stream laufen, dass wir ein bisschen was sehen, was man da machen kann. Ist ja jetzt nichts Besonderes. Musst du noch Experte oder so heute, Basti? Oder bist du schon durch? Steine kriege ich ja keine mehr.
Ah, ist voll. Okay. Hab ich doch mit dir voll gemacht. Stimmt, die haben ja auch noch 20 Geld, witzigerweise. Der Feuerwehr. Ja, das hat perfekt gepasst, tatsächlich. Ja, und wie geht's dir? Jetzt gesund und auf der Seite heißt es auch, dass der Test durch ist und dass ich clean bin. Wow, nice. Sehr überraschend. Warum überraschend? Wissen wir, was das ist? Zwar quasi, also einmal Schnelltest und dann nochmal so einen Test. Naja, also ich hab schon gedacht, du bist irgendwie durch den Supermarkt gerannt. Nö. Aber das gibt's auch, ja, gibt's ja wirklich tatsächlich, dass wirklich viele, obwohl die Corona haben, einkaufen. Okay. Hast du das nicht mitbekommen? Nee. Da war eine Nachbarin, die wusste, dass ein Nachbar von ihr Corona hat und dass einkaufen ist. Okay. Dann ist sie an die Kasse und hat gesagt, ja, da ist jemand, jetzt ohne den Namen zu nennen, der kauft bei euch da ein und der hat Corona. Wenn ihr den nicht rausschmeißt, rufe ich die Polizei an. Okay. Finde ich eigentlich gut. Dann haben die eine Durchsage gemacht. Auch wieder so als anonym. Und dann sind aber 6 Leute zur Kasse gekommen. Oh. Das macht natürlich dann keinen guten Eindruck. Die wohl alle Corona hatten. Ist einfach nett, wenn wir das sehr also, drauf geachtet, ne? Ja gut, sagst du mir so im Kirchhof. Im Prinzip musst du mal überlegen, ja, wenn die alleine jetzt sind, also jetzt keinen anderen noch da haben, müssen die ja trotzdem auch irgendwie einkaufen, oder? Ist schon richtig, aber die Regelung besagt, dass du ja in der Regel eigentlich immer jemanden hast. Ja, ich habe zum Beispiel keinen. Ich sag's ja nur, wenn du nach der Regelung gehst, ist das eigentlich so. Ja. Aber die dürfen nur rein, dann auch nicht raus. Außer du kannst in einen separaten Raum rein. Ja, das ist ja ein bisschen blöd, aber ich meine, ich verstehe das Argument durchaus. Ja, natürlich. Aber das ist halt so, aber wo ich das mitbekommen habe, das steht auch, glaube ich, oder war in den Nachrichten irgendwie sowas ein bisschen. Also kann man nachlesen. Statt dann nur einer, weil es ja dann eine, sage ich jetzt mal, gepetzt hat. Kann man jetzt ja nennen, wie man will. und statt nur einer sind dann halt auf einmal 6 oder 7 Leute. Ja, macht einen sehr guten Eindruck. Ja, aber da siehst du halt mal, dass halt schon welche sind, die wohl drauf scheißen. Ne? Ja, das gibt, glaube ich, mittlerweile, wenn wir mal ehrlich sind, viele. Ich glaube, die, wo drauf scheißen, das sind nur die, wo schreien, die, wo damit sich abfinden, sind die ruhigen und die kriegst du gar nicht mit. Also glaube ich, dass die Mehrheit, könnte mir vorstellen, dass die Mehrheit halt sagt, ja, es ist so, es ist scheiße, aber die finden sich damit ab. Ja gut, das kann schon sein. Ja, doch, hat gepasst. Ich habe so eine schöne Quest, wo man wieder in den Log reinschreiben muss. Hab dich! Oh Gott. Ja, ich mach die bei den Pixies immer noch. Geben mir fast eine Mille. Die drei. Musst du noch Stufensteigungen laufen oder bist du das auch schon runtergerattert? Hab alles durchgerattert. Okay, ich warte im Moment noch auf den Dustin. Keine Ahnung, wie lang jetzt beim Repo dran. Ich glaube 3-4 Level habe ich dir heute mal hochgetrunken. Oh, so. Stimmt, bist du noch bis Mittwoch Gang geschrieben, ne? Ja. Ja, ich habe jetzt den Gunbreaker voll oben. Habe ich gesehen. Ja. Wow. Gehört jetzt nicht zu meinen Favorites, aber er spielt sich ja ganz nett. Ja, gut. Ja. Wenn die das Ding wieder da ist, bin ich dreckig. Das sind die Schandfarben. Als Maschi. Ist aber der schwächste DD-Grad, ne? Mehr Maschi? Ja. Ja gut, ich level hier noch hoch. Nee, also, ich sag's nur so. Ach so. Echt? Der ist leider zu schwach für das, was er kann, können sollte.
Ernsthaft? Ich dachte, wenn dann eher der Barde, aber... Tänzer... Der Tänzer ist stärker wieder. Ja, Tänzer schneidet ja gar nicht so schlecht ab. Und das ist halt das Problem gerade. Der müsste viel weiter oben sein. Ja. Der Beschwörer ist auch so im Mittelfeld, also gut im Mittelfeld. Da ist er auch vollkommen in Ordnung. Okay. Der Reaper ist tatsächlich oben angesiedelt, momentan noch. Mhm. Ninja ist im Mittelfeld. Und im P2 ist sogar der Mönch am stärksten. Also von den DPS so her gesehen. Weil du da nicht auf seine Positionierung achten musst. Weil das gibt's ja da drin nicht. Das sehe ich auch nicht, war ganz interessant. Oh Gott, ich bin schon tot. Man sollte kein Eis essen und in Dungeon laufen. Also mit einer Hand ist es schwer zu spielen. Ich hab gerade mein Adventure Lord. Ich hab gerade ein Adventure Lord von seiner Schwester. Was? Stream. Echt? Hey. Letzten Mal hat es immer nicht... Letzten Mal hat es ja nicht funktioniert. Ja, ist halt etwas schwerer gewesen. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Was macht denn der das denn schon wieder? Kocht der wieder eigentlich? Ja, du kannst ihn nicht erzählen. Oh. Ab zur Frauenalde. Das könnte man heute noch so machen. Das Ding braucht ein paar Wölfies. Kann man Wölfe laufen, wenn man mag. Ja, glaubst du, wir schaffen Sairio zu viert? Das ist, glaube ich, nur der Tankbuster wichtig, weil das so ein ekelhafter ist, wo der zweite Tank ja kein Damage mehr kriegen sollte. Ja, da kann ich. Und dazu sollte ich den so inhalten. Achso. Ich glaube, aber letztes Mal waren wir auch nicht so viele. Ja, aber es gibt halt ein paar Bosse mit ein paar blöden Mechaniken. Ich meine, wenn es mit Sairio gehen würde, dass ein DD erst Akku hat und das Tank spottet, dann abgeht es, weil du kriegst irgend so einen komischen Debuff und wenn du dann nochmal Schaden kriegst, splittet es auf die ganze Kuppel. Ach, das ist die Schlangentussi da. Ja, genau. Mit dem Parler geht es auch allein. Ja, das denke ich mir, weil da kannst du unheiliger Boden ziehen, mein Gott. Ja. Also aber es geht mit keinem anderen. Geht mit keinem anderen. Ich hatte mal da das Timing halbwegs drauf. Also das kriegst du schnell raus. Nach 3-4 Anläufen hast du das Timing eigentlich. Mhm.
Hübsch. Neo Ishka Großschwert. Wo bretter ich jetzt durch? Kommst du heute noch an? Du weißt noch nicht. Danja. Also. Ich glaube, wenn sie den Kühlschrank leer hat, kommt sie. Oh, schon eine Kette ran. Was ist so eine Kette an sie oder an dem Kühlschrank? Naja, kannst sagen, sie und einen Kühlschrank, dann weißt du, dass schon mal nichts aufgeht. Ach so, das ist eine Idee. Also, das ist so eine Doppel- die Haut ganz ruhig raus. Ich hab nur Kette gesagt, den Rest hast du da auch reingezogen. Ja, du hast Kette gesagt, ich hab die Vorlage halt gekriegt, ich hab's nur weitergesponnen. Ja. Oh, guck mal, jetzt fangst du schon synchron an mit mhm. Warum rennst du jetzt schon wieder an den Kühlschrank oder was? Nee, sie rennt noch nicht an den Kühlschrank, aber vielleicht Anna, Vorsicht. Hm? Achso, du hast gleich alles aus dem Kühlschrank geholt. Also Kühlschrank leer. Also kannst du online kommen oder wie? Dann kannst du online kommen, ja, dann ist der Kühlschrank ja leer. Lol. Wenn du mit dem Repo. Es gibt auch oft so in Dungeons, wo du so Runde springen musst, eine Runde fällst. Mhm. Wenn der jetzt mit dem Repo vor der Kante dich nach vorne dasht, ist der instant unten. Cool. Mit dem Dragoon geht's manchmal auch. Und in einem anderen Dungeon habe ich jetzt gelernt, wie man da noch mehr Pick pullen kann. Hm? Das wusste ich nicht, ob man die Viecher dann noch triggern kann. Wie? Ich weiß gar nicht, wie der Dungeon heißt. Da gibt es einen Dungeon, da rennst du eigentlich nach vorne, tust alles pullen. Wenn du aber jetzt dann wieder zurück ein bisschen gehst, also du pullst alles, gehst nochmal wieder zurück, dann denken die, dass da keine Ads mehr sind und der Rest pullt danach. Also die, wo danach spawnen würden. Oh. Gib mich drauf. Ja, nimm mir halt das Scheißgewicht nicht ab. Also kannst du gar nicht. Ja, ne, Lea. Ja. Moin! Ah, was macht denn der? What's up, Regel? Was gibt's Neues beim Bojo? Ich glaube, der hat nur ein bisschen allzu viel zu tun, aber das war's, glaube ich. War ja seither nicht mehr auf Arbeit. Mhm. Dann. Wo ist das Tino? Du gehst Tino, keine Ahnung. So, auch lässt die Snow kommt ran und ist direkt AFK. Hat könnte ich mal weiter. Bleib ich beim Maschinen? Das Lachen ist so dreckig. Ha, was? Ich? Ne? War das gerade ein Schlaganfall? Ja, zu wenig Tom. Was? Zu wenig Tom? Okay. Wow. Das war ein Witz. In allem, was wir als Spaß verkaufen, steckt ein bisschen Wahrheit, ne? Volltreffer.
Ja, so. Cortina, da müssen wir mal Among Us spielen, ey. Oh Gott. Ich lasse sie dann auch immer einen kaputt, wenn sie einen getötet hat. So, hihi, war's ein ja, wahrscheinlich so Attentäter. Ich hab die nicht getötet. Okay, wir wissen, wer es war. Und ein Wolfgang hat auch so Luftschleuse gekickt. Hallo, Dustin. Hattest du ein längeres Gespräch, Schnuffel? Siehst du, in der Küche hatte ich auch tatsächlich recht. Wollen wir ein bisschen leveln? Mhm. Und einem Anfänger Fernkämpfer zugucken. Ich komme zurück zu den Lavendel, bitte. Mag noch wer mit? Ja, sofern jemand mit möchte, könnte, wollte. Ende Dungeon jetzt. Ich würde gerne auf die Tee. Das wird doch gerade problematisch mit der Tee. Wer? Die DDs kämpfen da jetzt drum. Ich brauche nur 1,1 Mille, danach gerne. Nein, Moment. Okay. Echt toll, jetzt ist es aber. Nee, ich muss ganz lieb zwinkern. Mit meinen Fake-Wimpern. In-game natürlich. So, Lea. Hä? Das hat Mama gesagt, hä, was? Magst du nicht schlafen? Sagen wir mal so, jedes Mal, wenn ich sie nicht im Arm habe, wacht sie irgendwie auf. Also, ne, was dann? Ich halt nur bei Mama im Arm schlafen. Ja. Gut gezogen hat sie dich, würde ich behaupten. Nein, du darfst mir keine Scheibe ins Gesicht klatschen. What? Ja, die will mir hier eine Scheibe Käse ins Gesicht klatschen. Das tötet Leute, sag dir das mal. Das tötet Leute, soll ich dir sagen. Was, Lama? Klar. Ja. Aber beide zeitgleich, Dustin und Anja. Oh Karl, das tötet Leute. Ach, ja, wirklich. Das ist in dem gleichen Moment das gleiche anzusagen wie du. Seid ihr schon synchron? Magst du auch noch mit dem Tank mit das? Das sind Basti. Ja, ich geh dann mit dem Tank mit, ja. Mhm. Wie lange brauchst du noch? Bin jetzt beim Boss. Beim letzten oder beim ersten? Beim letzten, nee, beim letzten. Okay, dann geh ich noch. Fix eine rauchen, dann gebe ich mal ja, das dann Glied. Dann gebe ich das Glied kurz an den Dustin ab, an das Zweitglied. Glied. Oh, bis du mir denken? Nein. Bis gleich. Ja. Verstehe ich gar nicht. Komm. Hol doch den dämlichen Boss. Ach, ich depp. Ich bin so doof. Thank you.
Was wollen wir jetzt laufen? Das Stufensteigern, oder? Ist das richtig verstanden? Gut, Stufe 50, 60, Prüfung, bla bla bla. Schön, was schön. I'm ready. Ja. Ja, ja. Lass mich grinsen. Ich grinse halt. Geht jeden Scheißdreck an. Ich bin sexy. Hä? Und Basti ist auch sexy. Nee. Doch, du bist sexy. Renn ich weg. Hier geblieben. Scheiße, das zählt für dich mit. Nö. Oh Gott, ich habe gar keine Skills. Du gewinnst ja neue Rote, aber dann kannst du nur die Hälfte machen. Ich will einfach nach vorne springen, oder? Ja, das ist eine dumme Angewohnheit, wenn es mal inne hat. Das ging mir mit dem Dragoon tatsächlich genauso. Hä, hey, warum schaffst du denn nicht nach vorne? Der springt nur. Nein, ich spiele Dragoon. Das kann ich benutzen, witzigerweise. 56. Pack's Bolzenschussgewehr aus. Ich hab wohl auch nicht so nice. Ich bin hirnlos, ich folge dem Tempo. Falsche Bahn. Ey, komm her, Vogel. Weg da. So, das letzte Mal. Jetzt habe ich dich aber.
Aber Klassenleveln so nebenbei, das muss doch dran. Ja, muss ja auch sein. Das war ja unser, wie war das vor? Endwalker hier zur Level-Marathon. Ja, gefühlt jede Woche. Gefühlt jede Woche eine andere Klasse. Na, Flammenwerfer. Aber ich hab schon gesehen, es gibt da Schrotflinte später. Ja. Ich glaube mit 82. Ja, das ersetzt einfach nur leider ein Skill. 82 war das. Sieht aber cool aus. Das kommt wieder aus. Aua. Was? Was hast du schon geprüft? Ein Rückwärtsspin? Ein Backflip? Das ist gebackflippt. Genau in die Folge geflogen. Das hatte ich aber auch noch nie, dass er tankt. Ich habe auch immer gedacht, das kriegen nur die Idee. Ja. Öfters mal was Neues. Ich hatte als Tank noch nie, wirklich. Ja, gerade wenn du dabei bist, gell? Du musst dir komplett neue Mechaniken dann im Inhalt. Das geht gar nicht. Das Movement, dass das gar nicht möglich ist. Ah, ich bin markiert. Cool. Ja. Jetzt Ableiter. Und du. Da, große lange Salami. Ich werd nicht gekürzt. Was ist hier los? Ey, jetzt. Ich mach das schon. Boah, du bist die Letzte. Schneller. Bei anderen Sachen bist du aber schneller gewesen. Hä? Was? Na nix. Schnüfft. Schnüffel? Welche Schnüffel? Willst du da irgendwas sagen? Nein, ich würde nie was andeuten. Das kann ich gar nicht. Nein. Ich bin kein zweideutiger Mensch. Das wisst ihr alle. Ach Mann. Habt ihr mich bloßgestellt? Habt ihr mich bloßgestellt? Das ist aber ein großes Geheimnis. Mhm. Jetzt nicht mehr. Mhm. Ja, der Reaper macht auch euer Spaß. Langsam. Bis sehr später hast du mir auch so. Aber das ist erst, das ist aber erst mit Endwalker gekommen, gell? Das gab's früher auch nicht. Also du hast früher immer eine Solo-Rota oder hast du ja komplett drauf verzichtet. Was sonst nehmen die auch was? Tschüss. Ne. Bring! Jetzt siehst du halt das den Tod. Großer Drache hat ihn gefressen. Boah. Fällt ja nicht auf. Ich fühle mich geschmeichelt und irgendwie gleichzeitig beleidigt. Warum? Einfach so. Verstehe ich das nicht. Sarkasmus, ne? Das kenne ich gar nicht. Mhm. Ja, vor allem du. Was? Der Schelm, du stehst doch ganz auf der Kasse. Boah, das, Basti, das würde ich mir jetzt aber nicht gefallen lassen. Sind Sie Schelm? Was ich dazu sagen soll. Und so bist du wach jetzt. Weißt ja, Liebe geht durch den Magen, Kaliber 16 auch, ne? Ja, die geht auch durch den Magen.
Wo ist denn Anna hin? Warum hat die noch einen Bauch? Wo ist denn Basti? Hat er nicht Gunbreaker gespielt? Hab. Bombergeistert noch keiner drin. Ja. Wie oft dürfen die zweimal maximal, das vierte Mal nicht mehr? Ich glaub dreimal oder so. Schießen wir an. Nochmal. Kannst du ja fast groß machen und danach kannst du ja ein bisschen fressen lassen. Na, das hatte ich vor. So, jetzt. Die Wolken fressen. Okay. Mein Große. Letzten fliegst du aber nicht mehr, also. Ja, dreimal. Ich glaube, der Boss darf auch nicht da drin stehen. WB. Das Ding kommt und kriegt ihn aufs Maul. Bam. Der arme Dragone. Ich wollte noch ein bisschen Damage drücken, ich sehe schon. Okay. Er wollte seinen Ausfall wettmachen. Da war er weg. Die Bombe, oder? Ja, Maschinist ist schon gekriegt, die Glocke. Ja, wobei am gerade in der physischen erst Ranges gerade schlüssig ist. Mhm. Tatsächlich. Also ja, wenn du rein auf den Damage gucken würdest, müsstest du Barde spielen oder Tensor tatsächlich. Aber ich denke mal, dass in Maschi noch Waffen werden. Also müssen sie. Jeden Fall Pala haben sie ja auch jetzt angepasst an die Tanks. Wobei das tatsächlich gar nicht so eine große Änderung ist, weil die Skills machen jetzt nicht so viel aus vom Schaden her. Also es ist gut, dass sie es gemacht haben, war auch nötig. Ja, nötig war es vielleicht nicht. Dass er rankommt. Aber da geht noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Das war krass. Das Spaltenwandler. Ja, das kriegst du ja von dem. Ja. Ja. Das wollte ich unbedingt. Ich finde den Dance-Titans war jetzt nicht so schlimm. Schlimm nicht, aber nee, ich komme nur mit dem Tanzanimation gut klar. Tut mir leid. Ach, darf ich da nicht drauf? Dann packe ich das weiter für. Echt? Bei deinem kleinen Pilot siehst du doch eh nichts, wenn er da ein bisschen herumhockt. Ja, eine wild gewordene Kartoffel. Hopp, die Beschreibung von Basti ist cool, das muss man merken. Hopp, genau in der Reihenfolge. Choreografie, ja! Da, mehr nicht da. Wie ist so das? Ach komm. Soll ich mal
können wir im Allgemeinen ja nicht spielen. Immer diese Klischees. Die sollten das scheiß Klischee halt auch nicht jedes Mal erfüllen, die Idioten. Ja, gute Klischee. Richter leichte Unstimmigkeiten. Mhm. Das vielleicht. Bad Vibrations. Ich hab den Helikopter gesetzt. Kleiner Flieg. Der hat eine Ring um die Eier. Wie viel Blitz gibt's noch? Feuer! Oh Gott. Aber nicht haben. Kok. Ich muss ein bisschen sagen, das spuckt schon ein bisschen viel Feuer hier. Mhm. Ja, doch. Ist ja auch der Hotenrecher. Ich weiß noch, wo die Typen damals gekriegt haben, mit doch sind. Ich bin ein Hotenrecher. Na, war klar. Ich zünd das Ding, jetzt geht er weg. Ich bin damit nicht einverstanden. Hey, was mit dem Zieler? Der knapp auf ein bisschen am Nestino, oder am Nidhawks Auge. Komm, komm, komm. Lass uns hier das bitte. Sprich. Die Biester vom Leib. Ich stehe auf keine Kartoffeln. War das deine Vegetation jetzt? Das die vegetiert zu... zu Bratkartoffeln. Zu Kartoffeln. Das ist ein Bratkartoffeln. Bratkartoffeln. Jetzt muss aber raus, die Bratkartoffel, das wird richtig heiß. Und hart. Und? Ja, er kommt nicht mehr zurück, weil er voll aus dem Rücken gibt. Und der Hass aus 1000 Jahren, ich will es ja. Also, wahnsinnig. Jetzt kann ich wieder viel gezogen. Was? Anna, warum machst du sowas? Was? Guck mal auf der Rotband. Was? Hör doch auf mit dem Mist. Ja, okay. Hör doch auf mit dem Mist. Anna ist ein tankender Heiler. Tankender Tank. Was ist ein Tank? Krass. Ich wusste gar nicht, dass der Astro das kann. Ach so. Stimmt, man muss ja auch wie eine Karte. Fühlt ihr deine bessere Hälfte oder was? Wie ist der Lach? Das, was zwischen seinen Beinen hängt. Ja, aber dazu braucht sie ja nicht ihn, eigentlich. Nee. Wir haben doch schon festgestellt, dass wundert mich, dass er nicht als... Ich wundere mich, dass du mich als Glücksbringer behalten hast, so nach. Fuck! Was? Nein. Du wolltest mit Schnippli Schnappi? Ja, jetzt ist schade. Schnappi Schnapp. Hm? Ich bin 81. Achso. 400.000. Das war aber ja, cool. Hau rein. Das lacht. Entschuldigung, ich möchte jetzt auch mal sein. Was? Hier wurde was gefragt? Ja, die können ja nur mich meinen. Das hast du das letzte Mal mit mir gemacht, Basti, ich will nichts hören.
Ja, ich hab mein Level. Ja, und ich? Wer spricht von dir? Ich hab ein wichtiger. Genau. Ja. Danke, Jon. Oh, guck mal, ein Ratterloch. Cool, dann kann ich trotzdem anmachen, weil es ja eh nicht ist. Attacke. Ja, das kann das auch als Gunbreaker spielen. Early Pull, Renn durch die Wand. Ja, ich krieg den gleich. Ich hab den gleich. Ja, ich sehe, da passt dich schon näher dran wie du. Gimmick! Vorbei! Pass auf, ich zieh die Gunblade hoch und schieß. Jetzt schießt dann Dustin weg statt Ratterloch. Mit der Gunblade. Wie so eine Tontaube fällt er vom Himmel. Wie so eine Tontaube fällt er vom Himmel so. Los. Friss sie alle. Stehst du auf Schwänze? Ich hab nichts dafür, ey. Dustin hat einen Schwanz abgekriegt. Ich kann auch fragen, wie das so ist. Also das denn, was gehört, das heißt auch nachfragen, wie es ist. Hart. Oh Mann, ich tu nicht so. Aha, wann steigen wir mal? Der Tief fällt, kann auch... Tiefer fallen. Ach komm! Ja, sie sind gerade... Was sind gerade los? Das geht nicht nur Baseball, ich bin der Ball. Ich finde es schöner als Rangely, das Spiel würde ich jetzt gerade mal so nebenbei fahren. Dann verschläft er ihn. Warum machst du ja wahrscheinlich alles? Vielleicht verliert schon. Girl ist weg. Okay, ja, renn. Hui! Der ist wie ein Monster Hunter, Leute. Und das Zeit. Ja, aber im Monster-Narrator ist die bestimmt nicht wunderbar um sich selber gedreht. Doch. Mit seinem wenn's... Schwanz umgezogen. Doch, das ist es nämlich. Genau, das ist so nervig an ihm. Dass er Beyblade, spielt. Das kann der. Und wenn er fliegt, ist er eigentlich noch schlimmer. Nein. Ihr steht alle voll in der Lane. Ja, okay, aber das ist 12 Punkte ja nicht. Springst du hoch, das denn? Gut was. Wenn alle hinter dem Fleischball da verstecken. Wie lässt er sich rein? Oh, er reitet sich gut. Schade. Guck dir mal die Sau an, hey. Hier alles abgefackelt. So, jetzt fängt man der eigentlichen Kampf an. Okay, ich mag dich nicht. Anna? Was hast du dich mit der Potion selber halt gekannt, ja? Ja, hab ich schon. Ob es so andere Heiler ist? Der vergewaltigt dann die. Der vergewaltigt dann jetzt die Heilungstaste, nicht passiert. Ich glaube, man darf sogar einmal sterben. Dreimal. Dreimal sogar? Ja, aber halt nicht alle, sondern einer. Ja, ja, nacheinander halt. Ja, der fällt jetzt eklig von mir. So, hallo, haben wir auch den Schwanz. Ja, lass ja. Dir nicht in den Mund nehmen. Siehst du ihn auch? Siehst du ihn auch dran nuckeln? Aber wir sind so gemein. Oh, guck dir mal den prächtigen großen Schwanz hier an. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist doch nur ein Tier. Au! Au! Mein Arsch fällt. Oh! Ja. Da! Sammeln! Charge! Nee, ist mir egal. Scheiß auf die Gruppe. Ja, ich sei nicht schockiert, nicht mehr. Einige als Star hätte man den sterben lassen wollen. Au! Ach Leute, das sieht aber zum allerersten Mal, dass wir von zu diesem Teil kommen. Ja, das ist neu. Wir haben die Animation geändert. Geil.
Boden nimmt alles mit. Dann bin ich schon abgefeuert. Ich? Ich hab nur Kartendreier. Ja, gut. Hätte ich einen Dreier abfeuern können. Ich will aber keinen Dreier, ich stehe auf zwei. Nee, ich hab drüben schon Blatt feuern können. Voll nicht losgelöst von der Erde. Oh Gott, da guckt ihr auf mich. Du kannst selber aufstehen. Du kannst auf mich hier jetzt führen. So, okay. Aha. Hm? Da wechseln bloß nicht alle zu viel. Ich glaube einmal. Doch noch. Hast du mir gefailt? Ja, Da habe ich mir Final Fantasy. Oh, er fällt runter. Er fällt weg. Er ging Stein. Ja. Flupp, geht's jetzt? Ach lol, das ist ein super Zettel, jetzt cooler gemacht. Mhm, jetzt ist 1 zu 1 Master Hunter. Weil Paul war, selbst wenn man den Schwanz abgeschlagen hat, war der... Der war halt dran. Das hast du halt von der Animation nicht gesehen. Mhm. Haben sie aber ein bisschen spät gemacht, muss ich sagen. Dann sich da bitte jetzt auf den Schwer. Oh du, wir haben da die Animation vergessen. Oh, stimmt. Jetzt ist er drin. Ja, für was? Ich brauche noch 200.000. Wenn wir ein 80er jetzt laufen, dann müsste ich es eigentlich wieder drin haben. Ja, können wir. Ein 80er, warte mal. Einer der letzten, bitte. Jo. Der auch wirklich XP bringt. Zwei Schuppen. Schlacht um Novgorod. Auch rein. Das wäre doch cool. Ja, was anderes. Also heute alle unsere jetzigen Charakter auf 90 oder was? Ich muss morgen arbeiten. Homeoffice, das gibt's doch nicht. Mach ich doch auch gerade. Bist du an der PV-Anlage? Ja, ja, vom Homeoffice aus sehe ich sie. Ja, Entschuldigung. Via Livestream. Ich sag dir den Leuten, was sie machen sollen. Nein, nicht den Schraubzieher, du Idiot! Genau. Das ist der Saboteur, natürlich. Das ist was sie tun? Keine Ahnung. Das nee, nicht meine Leute, wo hast du die Kanal? Ja, genau. Immer die Straße. Immer diese random Spiele. Ja, so random Spiele. Ich spür's brennen, das ist kein Auge. Ich sage aber alles, also dass sie es gebufft haben, also die Rage-Push gemacht haben, das ist wirklich das Auge. Hm? Aber dass sie die Animation weggenommen haben, findet so ziemlich jeder scheiße. Ja, das ist ja auch. Trigun fühlt sich nicht mehr so richtig Trigun an, nur wenn er rot leuchtet. Mir fehlt das blaue Leuchten tatsächlich. Das hat mich anfangs so verwirrt. Dass das Drachen hat nicht mehr was. Es ist eigentlich das Drachenauge zum Buff so kleiner wie vom Selbst, oder? Du siehst den halt, also dass ich einen Buff leiste, aber sonst. Hm. Ja, genau. Geht halt wieder mit. Ja. Ah, ich kann damit stärker. Wie? Also im Vergleich von der Prozentzahl, was die am Kraft sind, weißt du, wissen wir es gar nicht, ne? Also das Drachenauge, was du auf einen gibst, oder das Drachenherz selber? Das Drachenherz ja, selber gibt's ja nicht mehr. Auge für den anderen, also der, wo der andere wusste. Das sind auch 5%, was du kriegst. Ja, da müsste ich auch reingucken.
Ja, nee, Fläche in Fläche ist klar. Da musst du schon ausweichen, da musst du nochmal aus der Fläche groß werden. Also für mich hat sich nichts geändert. Nur ist halt an mir vorbeigerannt. Aber die Kugeln haben trotzdem zwischen die Augen gekriegt. Warum hast du vitale Wandlung angedacht? Sieht doch jetzt aus. Du Kürbisbirne. Vitale Wandlung. Oder, ah ne, das ist spitz. Ah, schärfen. Ja, okay, passt ja, da jetzt gleich ausgeht. Ja, ist aus. Ach, das war normal. Okay. Ach stimmt, das ist die Landung. Das hab ich nicht gehört. Nein. Okay. Ja, ich spiel's nur deine Klasse da drüben. Ach so. Oh, eigentlich. Hast du Fieber? Stangenfieber? Fieber warm. Mhm. Schnippi, Schnappi, Schnuppi. Oh, ist das gut. Treffen ist also echt Treffen viel schlechter so jetzt. Meine wollte nie zuschlagen. Bei jedem Hinlaufen hat er nichts gemacht. Ja, Anna, willst du was sagen? Ich will den Gastel werden. Anja, sie ist mit dir. Komm, Gott, du mal an hier. Dame, mach ihn platt! Den Average! Och nö. Okay. Oh, fuck. Oh, oh. Heiler down, Heiler down, Heiler down. Was die heilen nicht, geht nicht. Down. Enemy spotted. Heil dich doch, weißt du, kann ich was du willst? Heil mich doch. Ich hab dir gerade Heilung zugeschoben hier. Ja, alles gut. Ich weiß nicht, wie kommst du denn? Das den Pult jetzt? Auf Höhe von der Pixies to Art. Ja, Feigling. Bist doch runter, Schatz. Alles gut? Oh, nee, nee. Das ist jetzt kein Ding an der. Aber das ist dumm. Deine Maus. Ja, ich hab's mal rumgesetzt. Kommst du jetzt nicht mehr runter? Scheiß Heimer. Ich hab wieder Weichmeiger von deiner. Das ist ja zweitens gestellt. Aber wenn ich dann irgendwas gepartet habe, dann ist es nicht mehr in den Kostel, dann kann ich mir das halt.
Nein. Ich hab's mal sicher schon. Na sofort. Okay. Der hat sich voll gesperrt für dieses Ohr. Mhm. Geht jetzt langsam. Ich denke doch, dass das Viech ins Tal und da auch nicht blöden Frosch. Quack. Go, Basti, go, Basti, go, Basti. Große, starke Gunbreaker. Hallo? Einmal zu viel Grünschlag, ich will nicht mehr. Aua! Alter, ich habe da damals echt eine Herzkasper gekriegt, wo ich das erste Mal, wenn ich mich verkickt habe und wirklich jedes Mal ging. Das ist tot. Ey, boy, was machen die da? What the fuck? What happened? Wir sind gerade ausgestopft. Hm? Ach Gott. Was, dass er eingestopft werden will? Ach so. Mama, Stöpsel Action nicht mit mir. Das gibt's nicht mehr. Solange ich wach bin. Ja. Hab doch mal ganz viel. Nein, das war's überhaupt nicht schlimm. In dem Moment, wo du gesagt hast, wenn ich wach bin, ist mein Daumen schon runter gegangen. Naja. Der Daumen. So nimmt man das. Warte, ich spiel doch nicht mehr im Daumen. Das ist halt dann wirklich schlimm, kann man nicht sagen. Flop. So eine Fleischpeitsche. Ach nee, mit Gott. Das ist ja auch Da, guck mal, wie viel... Komm, wir schalten bis dahin, locker. Ja, wir kriegen fast keinen Schaden. Ja, ne, ist klar. Wenn ich es nicht gezogen wäre, wäre tot gewesen, so. Ja, ist okay. Hoffe ich. Ich bin ja wieder freundlich heute. Ja, sonst hat keiner gesagt. Sonst wäre ich gerechtfertigt. Genau. Ja.
Blub. Jetzt bitte kurz warten. Jawohl. Oh, sie ist noch warm. Lass mich hingucken, was du da machst. Einfach nur hingucken. Ich hingucke, was du da machst. Das ist verstörend. Was? Was du mit Leiter Leiche anstatt. Wo ist sie denn hin? Ja, wo ist denn wohl hin? Ein schneller Einsatztrupp hat sie kurz mitgenommen. Oh Mann. Genau. Ist alles wieder eingestöpselt, ja. Gut, dass wir darüber geredet haben. Die ignoriert uns. Ja, das ist recht. Oh. Dieses Rauschen im Chat, ne? Ja, da würde ich jetzt auch noch einen Punkt zu beiden. Geht mir nämlich genauso. Boah. Das ignoriert. Aua. Nicht? Schiebt es auf die schlechte Leitung, das macht das mal was. Ich einfach nicht reingehen. Oh! Jetzt auch. Auch eine Möglichkeit. Schick, schick. Das ist eine Fremdkrankheit. Nicht drauf eingehen. Schick, schick. Einfach explodieren. Ganz der Kurs. Ganz der Kurs. Endlich. Ich muss noch gucken, wo dann meine Schnuße weggeben ist, damit ich mich da reinholen kann. Die Karte spielt da aus, nicht wahr? Hat er nicht gemacht. Das mit den 1000 Tränen meinst du? Die Decke der 1000 Tränen? Ja. Millionen Tränen, Entschuldigung. Also ich muss die so aufpassen, weil die muss so nass ist. Voller Tränen. Die hat eine Dauer-Flatrate im Trockner. Ja. Oh, ja. Au. Mach mal für die Konzerne, wenn du da einen am Arsch hast. Nicht stehen mit dir. Alles gut. Ja. Jetzt sterben. Die sollte für Muffy so eine Funny-Waffe reinbringen, immer wenn du einen Skill machst, müsste vorhin so Peng rauskommen. Also Peng, so Fake-Knarre. Ja. Man hätte ja auch so eine Waffe mit Mokri-Herzen, so Piu, von dem Mokri. Oder so eine Comic-Waffe, weißt du? Oh, das wäre cool. Vorne so eine Comic-Schrift so Peng kommt. Mhm. So wie ein Ding, cool. So ein bisschen in Borderlands. Mhm, genau. Boah, so die Excalibur, was da gibt, die mit dir spricht, du Lüb. Du hast die Köpfe hier schon. Ja, da gibt's auch bei Cyberpunk Kick, da was man sagt.
die Rede laufen ist hier. Die kannst du dann später einstellen, ob die quasi nur auf den Kopf schießen soll oder. Okay. Autsch. Läuft dein Stapel? Das grillt dich, wenn du zu einem Punkt stehst. Ja. Doch wenn das aber, wenn dieser Kreis hat, also wenn die ganzen Kugeln leuchten, dann bist du eigentlich ein One-Hit. Das muss man sich auch nicht mal bewegen. Achtung, er rennt wieder raus, passt die Leo kommt. Hey ja, hey ja, hey ja. Stuhlkreuz. Genau, mach den Stuhlkreuz. Wir haben den Stuhlkreuz ausgetragen. Ja, natürlich. Du hast doch eine Blöcke. Ulti gegen Ulti, oder was? Mhm. Dein Schwertballkäufer. Eine Missbahn. Ja, du mächtig. Was? Hast du das Nachthemd getötet? Guck mal. Schattenbannroff der Verteidigung. Oh je. Yeah. Wolltest du damals nicht die Hose? Ich hab die Pumpe. Oh. Ne, ich hab's ja aber trotzdem. Jetzt, wo ich's eigentlich nicht mehr brauche. Wie sieht denn der aus? Der Krieger hier. Interessant. Ich würde bitte langsam verabschieden. Ja. Ich denke, also, die Idee macht nicht länger mit, ne? Ja, das... Erstens, sind wir morgen im Kindergarten. Ah, okay. Der Fritzer hat meine Frisur, meine Haarfarbe. Nix der Aura, oder da steht. Und wie billiger Elitar ist das? Ach so. Das ist kein Hot Dragon Boy. Nein, ja, Hot Dragon Boy? Das ist ein einfach Dragon Boy, weil es gibt nur einen. Der einzig wahre Kieran. Ich werde ihn vernichten müssen. Fob, Player vom Server. Flup, weg.
Hä? Wo ist der hin? Keine Ahnung, wo der hin ist. Wegen Bayern. Ja, gute Nacht. Danke. Ciao. Tschüss. Sag dem Tom einen Gruß. Ja. Ein Tomschen Gruß, genau. Hot Dragon Ball? Hat mein Inventar wieder leer? Tun Sie das, Herr Hitch? Ah, morgen wieder Raid, ich freue mich. Bin mal gespannt, wie es wird. Wieder. Ob es wieder so zügig ist. Terrorisch, ja. Theoretisch müssten wir uns. Theoristenmäßig müssten wir uns auf Schall kommen. Ach, das letzte Woche, da war ich echt baff. Ich auch, dass das so gut lief. Ich fand's ja schön, also das will ich jetzt gar nicht schlecht reden, irgendwie. Nee, ich fand's auch mega cool, dann hatten wir ein bisschen mehr Zeit für den dritten. Dann konnten wir Experience sammeln. Oh, Dustin hat den Morgenstern ausgepackt. Was hast denn du da für eine stachelige Kugel? Kannst du die überhaupt lupfen? Ich habe auch in die Truhe Wolfgang, wie du gemacht, habe ich jetzt auch, tue ich da die Pets rein. Ja, ich meine, ich finde das auch für die Leute, die dann vielleicht das eine oder andere nicht haben. Wir hatten den Jagdfalken großgekriegt, ist ja auch drin, habe ich gesehen. Ich habe den. Ja, ich finde den cool. Aber den hast du wahrscheinlich schon. Ne? Ja. Das ist zum Beispiel mein stetiger Begleiter. Ich hab da schon viele rein. Aber ich bin auch mal hin und hab mal alles raus und hab auch alles benutzt, was ist geht. Doch schön. War wahrscheinlich schon der eine oder andere dabei. Ich glaube zwei oder drei waren tatsächlich dabei, ja. Ja. Aber mittlerweile ist das wieder voll. Da brauche ich mal fast ein extra Fach. Ja, ich muss mal gucken. Dass ich da mal mit den anderen die ganzen Mats reinhauen. Beziehungsweise vielleicht den anderen auch Bescheid sagen, dass Das meine ich ja. Aktuell ist mein Job nur zu viert in ausgewählten Anführungszeichen. Also Snow, der hat ja gerade einen Level Flash irgendwie. Der zieht jetzt alle auf 81 hoch, wenn ich es richtig sehe. Mhm. Ja, wegen den Dungeons wahrscheinlich. Ja, dass er halt Seite an Seite reinkommt. Weil das Level von 80 auf 81 zieht sich schon ein bisschen. Das stimmt, tatsächlich. Ich weiß zwar nicht, woran es genau liegt, aber... Also. Ja, weil ich glaube, die geben einfach weniger XP. Mhm. Weil das jetzt die damaligen High-End-Dinger waren, dann brauchen die ja nicht so viel XP geben. Gut, das kann tatsächlich sein. Weil wenn du bei dem 80er jetzt warst, also von den 81er, brauchst du glaube ich 3 Dungeons oder so, dann bist du 82 und dann brauchst du nochmal 3 oder 4. Dann bist du schon wieder 83 und so zieht sich das dann immer hin. Ich meine, das habe ich mir auch schon überlegt, so die ganzen Klassen mal auf die 81er hochzuziehen. Das geht vielleicht tatsächlich Sinn machen. Aber das ist so langwierig, der Prozess für mich, also das ist dann wirklich langweilig. Es war ja, wie war es bei uns, wo wir da so Highspeed gelevelt haben am Ende. Es war ja auch einfach wirklich noch täglich das Ding runterrattern. Gut, wenn du jetzt zu 4 zu 5 bist, wie wir es am Ende waren, dann macht es ja schon Spaß. Ja, dann fällt es dir auch nicht so auf, dass das wirklich so... Meine ich ja, ist. Aber es ist halt schon sehr, sehr... Deswegen ist der Reaper auch so anstrengend am Anfang ein bisschen, tatsächlich. Aber mittlerweile, ich glaube, ab 80 macht er auch richtig Spaß, das geht auch richtig ab. Ja. Am Anfang denkst du so, ja, woher nimmt denn den ganzen Schaden her und jetzt ist eigentlich... kann man sich gut denken, woher seine Burst-Phase ist. Ja gut, das stimmt. Ich
Ich mag schon mal neue Handwerkerrezepte kommen. Was denkst du, im nächsten Patch kommen schon welche? Dass vielleicht davon mal eine leuchtende Version kommt? Hm. Eine Krieger ist gesprochen. Müsste jetzt ja halt nichts aufkommen eigentlich. Das wäre eigentlich, ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Zuge, nee, eigentlich ist es zu früh, wenn es in dem Zuge schon kommen würde. Nein, das wollen sie da jetzt groß reinpatchen. Ich bin halt mal echt gespannt, wann sie das Farbenwild dazu kommen machen wollen. Niemals. Doch, aber das sollte jetzt auch mal eine Ankündigung oder zumindest neue Infos kommen, glaube ich. Ja, genau. Jetzt, morgen oder ist nächste Woche? 12. Ne, ist nächste Woche. Diese Dings, ne? Diese Live-Letter. Ja, da müsste jetzt wieder was kommen. Macht einfach Spaß. Ich muss irgendwann mal die blöde Krieger Astra fertig machen, wie ich euch will. Hätten ja schon wieder eine Puppe gehauen. Was denn das? Schwierige Ecke. Ich will mit drauf kloppen. Was man echt nicht vergessen darf, die Sachen immer zu extrahieren, für die Steine. Wenn ich überlegt, wie viel Zeit ich da jetzt gerade gegeben lassen. Ja, das ist schon so. Aber ich glaube, das wissen echt auch nicht die Mai, also das wissen nur die wenigsten tatsächlich. Vor allem, du kannst halt sehr schnell sehr viele sammeln. Ja, das meine ich ja. Gerade wenn du auch so Klassen levelst oder sowas. Das geht ja mega schnell. Ja. Gerade wenn du auch, sagen wir mal, jetzt mit vielen Tanks rumrennst, dann hast du ja zum Beispiel beim Tank, die wissen übel schnell wieder oben. Das ist ja bei den Heilern zum Beispiel dasselbe, weil die ja alle das gleiche, ja, gleiche Pool haben. Mir ist auch, wo wir hier Schatzkarten gemacht haben oder so, dann ist noch so eine Mal, wo ich auf Ratzfatz die Dinge wieder oben gucke. Junge, Doppelpack schnallt ja übel rein, bei der Revolverklinge leckt mich am Arsch. Doppelpack? Ja, das ist dieser 90er Skill, den du kriegst, wo du zwei Patronen verbrauchst. Na so. Der Attack wird 1200. Weil Riesenexplosion. Zu den Buff werden. Da müsste ich eigentlich ansiedeln Richtung Samurai. Weil er ja eigentlich auch nur eine DD, also reine DD-Klasse ist, ohne Support. So wie der Samu. Und deswegen ist Gunbreaker. Der Maschi, meine ich. Ach, Maschi jetzt. Ja gut, das stimmt. Ja, von der Range DDs her gesehen ist er echt das Samurai, ja. Der müsste eigentlich mit ganz oben stehen, weil er ja gar keine was nichts für die Krone mitbringt, deswegen, weil der jetzt eigentlich relativ weit unten ist, das ist schon schlimm genug, dass er unten ist. Warum soll das ein Maschen mitnehmen, wenn du einen Bart mit dem kannst, der eigentlich momentan besser ist, so gesehen, weißt du, oder ein Dancer, und der bringt dir auch noch was für die Gruppe. Auch der Samurai, ich glaube, der macht auch sogar zu wenig Schaden. Oder ist auch momentan im Mittelfeld, der müsste aber eigentlich oben angesiedelt sein. Der Mönch ist, glaube ich, so ganz okay. Da weiß ich gerade gar nicht, wie der eigentlich in der Subfeld steht. Der ist ganz, also in links ist er tatsächlich ganz oben in T2. Okay. Weil du da nicht auf deine Positionierung achten musst. Ach so, da sind die Positionings. Egal. Genau, da ist es ja egal. Deswegen ist der da auch so mega stark.
Semi Hardcore Static Recruiting for Savage. Mein Heidelin sollte ich vielleicht die Tage auch mal wieder ein bisschen rein. Mir fehlen noch zwei Totems. Für den Handbreaker. Achso. Ja, die habe ich dann noch nicht. Also der Top-Defus. Gucken wir mal. Die hat glaube ich auch Crit. Da wo ich jetzt einmal drüber habe ich hier ein Dings direkt bekommen. Für einen Warrior. Auch und für einen Reaper. Oh, nice. Gut, in meinen Heilerklassen, die ich oben habe, habe ich es aktuell ja auch sehr schön hingekriegt. Ja, weil sie die ganzen Dings nicht mitgenommen haben, die Waffenkisten und so. Mhm. Also brauchen halt viele nicht mehr, weil sie das ja gerade rausprügeln, die zum Untergang. Mhm. Sogar eine Kreissäge. Hm? Dann mach ich. Mit Level 90 kriegt er eine Kreissäge. Echt? Ja, die schießt so eben gerade Linien nach vorne ab. Ah, okay. Und das war's eigentlich. Der kriegt nur die Schuffel, das ändert ein Skill-Abo. Und dann nur noch einen neuen Skill quasi als Kreissäge. Und dann kann er halt noch was mit seinem Roboter was anstellen, aber sonst, das war's, sonst ändert sich nur irgendwie viel bisschen was bei dem. Verbesserter Taktiker, dass er schneller geht, um 30 Sekunden, ich hoffe hier. Das Maximus Sven spielt Final Fantasy 14. Hängt der im Loading Screen, also ich sehe ihn online nicht. Habe ich ihn übersehen. Ja. Abwehren ist nicht an. Doppelpack ist das. Mhm. 1200 ist glaube ich leider mit der höchsten. Ja, ich sag ja, meiner hat ja 700, ich glaube fast hat er vom Parler gehabt. Ich meine, der geht ja nur alle 60 Sekunden. Mhm. Aber ich sag mal, beim Opener geht das, ist das halt ein schöner Boost. Ja, du hast ja hier jetzt drei. Ja, ich glaube die vom Parler sind sogar noch höher. Ja, aber das musst du als Combo rechnen dann. Ja, beim Parler ist einmal das. Das Confiteror hat 900. Genau, und danach geht's wieder runter und dann steigert sich's wieder bis jetzt. Was war's? 420, 500, 580. Genau. Die letzte Klinge ist 580. Ja. Aber weil du die, eigentlich tust du die schon oft einsetzen, aber ist krass tatsächlich, dass das von seiner Schadensaufteilung sind es tatsächlich so mit die letzten Skills. Also die machen mit am wenigsten Schaden. Schattenbringer zum Beispiel. Na, Schattenbringer zum Beispiel macht ja auch 600. Sein Blutzerkissen, was er oft machen kann, macht 500. Die Schattenklinge macht 460. Ach, guck mal, das sind Barde. Ui, süß. Welchen meinst du denn? Also der Schattenbringer. Der. Kannst du zweimal hintereinander direkt rausfeuern. In der Kombo machst du es auch ein bisschen versetzt. Okay. Habe ich mir ja auch schon angeschaut und bin ich auch am Üben. Was bei ihm halt tatsächlich scheiße ist und was er halt auch sagen, was momentan ein bisschen zur Übung gehört, dass du das ein bisschen unterbringst, ist Blutwaffe und Blutdelirium, weil die zwei sind, zündest du fast immer gleichzeitig
Mhm. Das heißt aber, Blutwaffe willst du eigentlich immer deine Dreier-Kombo machen. Mhm. Und mit Blutdelirium willst du ja Blut vergießen, also diesen starken Schlag damit machen quasi. Okay. Das heißt, du machst Blutwaffe, einen Schlag oder so, dann ist Blutdelirium ready, dann machst du zweiten, dritten und dann glaube ich nochmal einen ersten und dann gehst du erst in, machst du dreimal Blut vergießen, dann machst du deine Combo weiter und kannst du wieder Blut vergießen machen. Also das musst du halt gut unterbringen, das. Die Skills unterzubringen ist bei dem ein bisschen schwierig tatsächlich. Hm. Im Gegensatz zu Pala, also mittlerweile muss ich sagen, würde ich den Pala mit auch am einfachsten mitzählen. Das war ja das, was ich damals meinte, das war auch überhaupt nicht böse gemeint. Also weil viele fühlen sich ja immer gleich total. Ich finde es ist ja nicht schlimm, aber das ist halt das, du musst es dafür kontinuierlich besser machen. Wenn du es da vergeigst, dann ist deine Kombo quasi ein bisschen für den Arsch. Der Krieger so hat auch keine komplizierte Rota. Nee, aber du musst halt immer im Flow bleiben und das ist das Wichtige bei dem. Ja, sobald du halt einbrichst, war's das, da ist er dann halt undankbar. Das, genau, wenn du halt da bist in den Stocken gerätst, das ist schon ein bisschen blöd, aber du kommst trotzdem gut wieder in deine Rota rein, das ist das Schöne bei dem, beim Paladin ist dasselbe Spiel, wenn du mal aus der Rota kommst, kommst du aber auch wieder gut rein, also du kannst so spielen oder so drücken, dass du wieder in deine ursprüngliche Rota wieder rein dich so reindrücken kannst. Mhm. Und beim Gunbreaker, das habe ich noch gar nicht angeschaut, das sieht ein bisschen komisch aus, das alles, weil ich da einen 12 Minuten Opener gesehen habe oder gelesen habe. Was ist ein 12 Minuten Opener? So gefühlt, da stand irgendwas oder 12 Millionen, also 12 M Opener, okay. Wo ich gedacht habe, so what the fuck. Und das ist auch das, was mich beim Discord, also beim Balance ein bisschen verwirrt. Die Wahl der Fähigkeiten, in welche Kombos genommen werden, oder? Nein, noch nicht mal, nämlich so wie es da dran steht, oder? Wenn der da. Ah, da haben sie wieder ein Video reingemacht, das ist okay. Nee, oder? Doch. Da haben die wieder was. Nee, das ist TAI Opener. Hatte keinen 70er Opener. Ach Gott, er wusste jetzt niemand rein. Da, wenn ich da so reinguck, der Pull hast du ganz oben, dann hast du die erste Minute Windows, mhm. Bam 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 bam, zweite Minute Window, bam 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 bam, dritte Minute Window, bam bam bam. Ist das alles nacheinander so gesehen oder also quasi Pull, dann nach der ersten Minute musst du den No Mercy machen, in der zweiten Minute den No Mercy und in der dritten Minute den No Mercy. Mhm. Also die Reihenfolge, weil das sieht schon, also jetzt nicht so mega kompliziert, weil ich denke mal schon, dass man das schon üben kann, also schon lernen kann, ja. Dass du erst den machst, danach, sobald dein nächster No Mercy ist, machst du den nächsten, also den eine Minute, erste Minute Windows, danach in der nächsten machst du dein, also wenn du das dritte Mal dein No Mercy hast, machst du deinen 2 Minuten Windows und beim vierten machst du deinen nächsten No Mercy quasi. Aber da musst du halt wirklich, wenn du es dir mal anguckst, ist halt schon viel zum Lernen, sag ich mal. Ja gut, das ist ja meistens so, aber... Ja, aber bei den anderen ist es ja wie eine Dauerschleife, also eine relativ kurze im Gegensatz zu dem. Gut, aber so wie wir es ja wissen, ist halt beim Gunbreaker ist ja die Tatsache, dass er sehr dankbar sein kann, wenn du alles richtig machst, aber halt dann auch sehr undankbar ist, wenn du nichts richtig machst. Ja, deswegen glaube ich halt schon, dass der so vom... üben, also wenn du wirklich den spielen können willst, das heißt den Opener lernen, diesen 1, 2, 3 No Mercy, da musst du den schon üben dann. Na klar. Ja, ich gebe auch ehrlich zu, am Anfang, wo ich Krieger angefangen habe, habe ich auch massiv Probleme gehabt. Auch wenn das so popelig aussieht. Ist ja, halt hast du im das Überblick... mal vom Gunbreaker angeschaut? Ja. Ich vergleiche ja gar nicht mit denen jetzt. Das war aber früher halt, wo ich angefangen habe. Du verlierst halt auch schnell mal den Überblick über deine Box. Ja, natürlich. Klar, das war auch, wo ich jetzt wieder dann
den Dunkelritter hat, also oben hatte und das dann wieder angeschaut habe, habe ich auch so gedacht, so, ui, ja, hat sich doch was verändert. Ja, das meine ich halt auch damit. Also so simpel manche Sachen bei manchen Klassen sein kann, man unterschätzt halt manchmal doch, dass im Kampf dann vielleicht mal geschwind den Überblick verlierst, dir läuft was aus und dann, jo. Aber ich muss sagen, mit dem Pala hatte ich das Problem tatsächlich nicht. Nee, weil sich alles so schön rund geht, so also in bei Hand dem in ist Hand. Wirklich, genau, bei dem ist wirklich eine runde Sache. Also das ist auch, da kannst du echt sagen, bei dem ist wirklich alles sehr gut selbst erklären. Du guckst dir eigentlich einmal den Opener an und dann machst du meistens einen Ara-Effekt. Du musst halt mit deiner Verwegenheit aufpassen. Die Verwegenheit nutzt du eigentlich, außer ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, ja eigentlich nur in deiner physischen. Ja, yeah, genau. Aber das ist alles sauber in einer schönen Route ist es drin. Also sobald er ready ist, machst du deinen ersten Schlag. Dann, bevor du Donnerklinge klickst, also deinen zweiten Schlag, drückst du die Verwegenheit. Und dann bist du in deine physischen wieder. Bam, bam, bam. Mhm. Und dann noch gehst du quasi in deinen magischen Fall rein. Dann machst du nochmal absolut quasi danach. Und danach bist du wieder in deine physischen. Also es geht, es ist alles schon einleuchten für mich, also viel einfacher wie wenn ich das jetzt vom Gunplay da angucke. Das ist witzig. Da kann ich gleich also schon krass aussehen. Also dann will ich dann das auch ist, zumindest das ist gefühlt Mikado. Mindestens will ich die Rota auch können, also das heißt, die will ich dann auch lernen. Weil ich würde halt sagen, so vom Krieger irgendwie, ob ich die müssen mir nochmal ein bisschen anschauen, aber irgendwie kriege ich da irgendwas hin. Also an der Puppe kriege ich das hin, auf G2 kriege ich down. Ja, das hätte mich jetzt gewundert, wenn du das noch hinkriegst. Das kriege ich momentan mit allen Tanks, außer jetzt natürlich mit dem Gunbreaker, komme ich bis zum P2 tatsächlich, also wo ich sauber runter kriege. Ich bin mal kurz eine Woche. Okay. Ja, Frau Nervs, genau. Bis gleich. Tschüss. Ich glaube, nächste Woche kommt auch dann wieder ein Patch, wo wieder ein neuer Inhalt kommt, glaube ich. Ich glaube, da kommt der Allianz-Raid dazu. Das wird dann auch wieder spaßig. Ja, da kannst du halt dann wieder gucken wegen Gear und sowas. So ein Ausgleich von Savage kannst du da quasi holen, glaube ich. Zum Kleinen.
genau mal auf dem Klo. Wieder da. Hast du schon was von Lost Ark gehört? Das ist so ein MMORPG, so ein bisschen, aber die Sicht wie von Diablo. Und das ist auch bald der Release. Ich glaube, morgen ist der Release, wenn du es gekauft hast. Ansonsten kannst du es am 11. kostenlos runterladen. Dafür gibt's einen Ingame-Shop, mit dem du Sachen kaufen kannst, damit du schneller leveln kannst. Aber das war's dann auch. Leveln, also so wie bei Diablo so in der Art. Und im Endgame läufst du da auch so wie im WoW diese Mystic-Dinger. Und Raids gibt's, soll's da geben quasi, also so gegen Boss und so. Auf Level 50, das tust du relativ schnell leveln. Das ist so ein Soft-Level-Cap. Das schaffst du innerhalb zwei, drei Tage oder sowas. Und das Hardcap ist Level 60, da brauchst du 2-3 Monate. So, wieder da. Schade, dass das nicht für PlayStation kommt, sonst hätte ich mir das mal angeguckt. Was denn? Lost Ark. Ah, ja, stimmt. Das kommt ja auf dem Rechner. Am 8. Leider. Ja, also wenn du es kaufst, kriegst du einen Vorabzugang. Dann ab morgen und dann ab dem 11. ist das kostenlos im Runterladen. Ja gut, sonst hätten sie es ja, wie sie es geschrieben haben, in Korea ja auch schon längst auf Konsolenversion rausgebracht. Wegen? Da gab es eine riesen Diskussion, ob es als Xbox oder PlayStation Version rauskommt. Ausgeschlossen ist es nicht. Aber viele denken es halt unwahrscheinlich. Sonst hätten sie es ja schon längst als Konsolenversion irgendwo rausgebracht. Ja. Also momentan läuft, glaube ich, so die Beta oder was das da ist. Und das ist nur für den PC. Sieht interessant aus. Ich war echt schon aber überlegen, ob ich es mir am Rechner hole. Ja, also hätte ich einen PC, hätte ich es mir vielleicht mal angeschaut. Aber die Klassen hier, Berserker und die Nahkampfklassen sehen schon recht geil aus. Da gibt's aber keine wirklichen Tanks. Das ist quasi rein DDs und Supporter. Und wenn ich das mitbekommen habe, der Parler, also der geht ja vom Worry aus. Da ist dann auch Support, aber die machen trotzdem alle ihren Schaden und so, ne? Ich überlege jetzt gerade, wo soll man rein? Stimmt.
Warum nicht? Klar. Ja. Oh, das ging aber schnell, hey. Das sind Worte schon richtig drauf, das merkst. Ja, ja. Das dachte ich nicht. Wir könnten ja klick. Ja, genau. Okay. Das werte ich als ja. Bevor sie noch auf blöde Ideen kommen, die anderen. Ja. Was? Hast du mir dafür nicht angemeldet? Ja. Verdammt. Meine Weltanschauung. Was ich schade finde, jetzt ist ja gerade Dining Light draußen, der 2. Mhm. Dass die deutsche Version gecuttet ist. Echt? Ja, aber okay. Gecuttet heißt, du kannst die NPCs nicht zerstückeln, aber die Zombies kannst du zerstückeln. Die also Logik. NPCs kannst du nicht angreifen, die NPCs, aber Das die Zombies halt ganz normal. Ja, ja. Dann sind sie noch beim Wegschicken. Ja, weil der Heiler so todeslustig vorrennt. Kann er ja. Macht er einmal hoffentlich. In Deutschland ist es am Anfang noch auch draußen. Das ist ja dann später investiert worden. Ich hab die Display War doch mit Wolfenstein tatsächlich am Anfang, also. Ja, den allerersten Mal oder einer der ersten. Der ist tatsächlich noch angekartet gekriegt, der dann schlagartig war und wurde aus dem Nazi das geschieden. Die haben Dings herausgenommen, quasi, glaube ich. Ja, die ganzen Hakenkreuze haben sie versucht rauszumachen. Genau, Hakenkreuze, das mit dem Hitler haben sie rausgemacht. Aber ich kannte noch die Version da, wo du am Ende gegen Hitler kämpfst. Ja, die kenne ich auch. Und die, das war ja aber noch so ein ganz altes Fall, also. Das war so Wolfenstein 2D, eins von den ersten. Ja, ja, genau. Also nicht das Return to Castle Wolfenstein, sondern das davor. Ja, das ist also eins der ersten. Ja. Ja. Das war aber auch wirklich sehr funny eigentlich. Die Musik. Die Musik war witzig. Was ist los? Ja, so langsam muss er noch. Die ganzen finalen Knüsse sein. Ja. Aber ich finde es noch anstrengend, mit 81 mit dem Tank reinzugehen. Wenn er seinen 82er Skill hat, ab dann geht es eigentlich tatsächlich. Okay. Finde ich jetzt vom Gefühl einfach her. Weil er ja dann viel mehr Sustain hat. Ja gut. Fiel mir jetzt tatsächlich nicht so auf. Ja, gerade mit dem Warrior oder so ist es voll der krasse Unterschied, finde ich. Ja, da ja, weil dich halt extrem dagegen heißt, aber das ist generell nicht. Auch. Dass er generell eigentlich als Warrior eine relativ starke Heilung. Naja. Deswegen, vielleicht ist es mir da einfach nicht so aufgefallen. Das hat ein bisschen mit dem Pullen aufpassen müssen. Das gibt es ja jetzt nicht blind, einfach zu riechen in die Gruppen reingerannt. Echt so, wir können direkt immer bis zu. Aber das ist vielleicht reingezogen, was ging. Ja, ich bin ja immer anfangs. Ich glaube, es erst mal ein, zwei Mal ein bisschen große Flüge irgendwo. Ja, ich wusste ja, dass mein Tier das etwas ausreicht, ja, eigentlich. Das hier erkenne ich dich gar nicht. Was ist hier los? Das sieht bei mir den einen, das eine Piece gar nicht, den liegt so leer. Und gar nicht auf den umschalten. Ich krieg manchmal auch die Viecher noch ins Tage, wo ich mir genau denke, ich drücke auf diese Taste oder hängt die manchmal. Das ist nicht. Ich mache über L1 und dann auf L2 klicken quasi, dann tut er ja die Gegner durchswitchen. Ja, ich mache sie über Steuerkreuz, also das. Ja, das habe ich tatsächlich früher auch gemacht, aber ich finde das so angenehmer von. Ja gut, sorry, ich vergesse, ich bin im Range. Ich hab's gemerkt, angewählt und dann klick, ich so, dick, hörst du den Schuss, ich so, nein. Oh shit.
Aua. Oh Gott, der schießt da rüber oder was? Also der hat gemacht Blitz? Ja. Kommt Eis und jetzt dann? Ich glaube, man muss das dann in das Sinn tun. Naja. Ach, das ist... Doch, war Blitz. Ja, ja. Ich hab gedacht, dass man reingeht. Was hieß denn das? Wenn der den Cast macht, dann fliegt die Kugel weg. Also wenn er dann Blitz macht, fliegt die Kugel. Bei Blitz ist es sind diese blöden Flächen. Ich glaube, bei Feuer muss der reinstehen. Und bei Eis muss dann so versetzt stehen. Jetzt macht er Eis da, das muss der Kugel fliegen. Das ist dann die, wo diese Cleave da macht, diese Eis-Cleave, die dazwischen reinsteht und das was andere jetzt. Also er macht Blitz. Und ja, das andere, das ist das andere, die entweder die Cleave über die Map oder reinstehen oder die Cleave über die Map. Stimmt, ich mache ja an. Finde ich zum Beispiel an Seite ganz cool, dass wenn du das erste Mal reingehst, kannst du echt in Ruhe die Dungeons angucken, Mechaniken angucken. Ich glaube, dadurch mag ich so auch. Ich kann damit nicht anfangen. Ja. Also bei jedem ein bisschen anders. Ich hoffe, meine Belohnungen. Habe ich nicht gedacht, dass du das machst. Und da drüben ist Blitz kommt. Ah ne, Eis. Okay. Aber dein Leid sieht auch so aus, also kannst du auch sehr viel Zeit in den Zeittest machen. Das sind aber anscheinend alle ganz gut. Ich finde das Godfall zum Beispiel auch nicht schlecht. Das ist Godfall, aber nicht. Das war, also es war eine Zeit lang jetzt im Store drin. Mhm. Oder ist es da wieder? Da gibt's eine spezielle Edition. Die ist glaube tatsächlich kostenlos. Kann ich dir warten? Oder? Nee. Ich hoffe, es kommen noch so ein paar Türme, also so, ich finde diese Atmosphäre mal, diese bisschen brutalere, düstere, finde ich cool. Ja, dass sowas kommt, Türme, dann kann ich mal kommen, das ist natürlich. Ja, aber sowas in die Richtung, meinte ich. Ja, das düstere ist ein bisschen vorbei. Mein 10er sind wir noch nicht los, das denke ich mir, brauche ich ein paar Türme zu sehen. Ja, dass wir den vielleicht nicht los sind, ja, aber an sich die Türme sind schon mal. Ja, das stimmt. Aber der kriegt mit 10er, glaube ich, noch nicht. Der gibt doch einen Job. Ich habe das die nächsten 10 Jahre bestellt. Ja, ne, ich glaube, die wollen da schon Cut machen im Prinzip. Die werden da wahrscheinlich neue Feinde reinbringen, neue Verbündete. Ja, aber ich glaube, die Gallia, die werden wahrscheinlich weg. Das ist ja so der ungeschriebene Erzbein. Ist ja auch ein riesen Imperium. Wenn, theoretisch, wenn du was Neues aufbauen willst, dann müsstest du es eigentlich schon weg von der Netz. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie es jetzt mit dem Addon schon machen werden, das meinte ich eigentlich. Glaubst du ja nicht? Jetzt ist ein neuer Anfang, jetzt muss eine neue Geschichte. Klar, jetzt kann sie noch immer was damit, mit Denne abgehen. Ja, das meine ich ja.
Aber dann fühlt sich das nicht so neu an und so in meinen Augen. Also finde ich, vom Gefühl her wäre das für mich dann keine neue Geschichte. Das ist dann noch immer was vom Alten. Hm. Ja, mal abwarten. Sie wollen jetzt eine neue Geschichte anfangen. Ich meine, sie können über mehrere Addons gehen wird. Was sie ja machen, was ich gut fand, ist ja, dass die Götter jetzt mehr behandeln. Also, dass wir da ein bisschen mehr dazu sehen oder hören werden. Jetzt mit dem 24, der kommt ja jetzt in Addon. Das ist bekannt. Oder wurde schon angekündigt, da freue ich mich tatsächlich drauf. Ja, aber das ist jetzt ja noch alles von dem Alten. Das hat ja nichts mit dem Neuen zu tun. Ja, wobei man kennt schon, dass mal die Götter mal im Einzelnen so ein bisschen durchleuchtet, das finde ich schon ein bisschen neuer. Wir wissen ja jetzt eigentlich nur das meiste über Heidelin und Zodiac. Über die anderen weißt du ja nicht, noch nicht wirklich viel. Ich meine, wird wahrscheinlich auch so eine Vergangenheitsreise sein, die ich ganz cool finden würde wahrscheinlich. Ich bin echt gespannt, was sie da haben. Also machen werden. Hm. Ich auch. Ich meine, so Storyboard fand ich nicht schlecht vom Addon bisher. Und ich glaube halt schon, dass der wieder sanft anfangen wird mit dem nächsten Addon. Und dann wird es halt wieder ein Aufbau sein. Mhm. Und da bin ich halt mal gespannt, ob wir in eine andere Filterwelt kommen oder wie oder was. Ja, theoretisch bestimmt. Wir haben ja noch genug Auswahl. Ja, ja, klar, das sind in den Filterwelten alle Male. Und ich glaube auch, dass das gleich auch passieren könnte. Ich finde das wahrscheinlich. Ich hoffe ja, dass wir quasi die komplette Welt jetzt hinter uns lassen. Warum auch immer, weil wir das da reingesaugt werden, weil wir was da nicht. Und dann halt komplett neue Charaktere treffen. Würde ich persönlich sehr spannend finden. No. Würde auch interessieren. Also gerade wo man jetzt kennt die ganzen Leute. Mhm. Klar, da verdienen wir halt vielleicht hier wieder zurück, weil du da sagst, ah, ich kenne da welche, weiß was man denn so. Ja, aber ansonsten so komplett neue. Das ist ja irgendwie so schön. Nein. Aber ich meine, ich hoffe mir da immer zu viel rein. Bei Shadowbringer habe ich auch gehofft, dass wir da einen Bösewicht spielen. Ja gut, ich meine, wenn du jetzt von der Auslegung her gehst, sind viele davon ausgehen. Ja, oder zumindest halt, wir müssen den Bösewicht so tun, als ob... Wo ist sie denn? Die da mit drin, ne? Wer sieht denn das eigentlich? Das sieht ja nicht immer jeder. Ist das random, wer das sieht, wer den sieht? Ja, ja, die bewegt sich nicht. Alle anderen tanzen und die macht gar nichts. Die steht nur da. Ja, stimmt. Zack! Mitten im Schuss, ey. Ja. So, ich sitze hier auch so da. Knien da noch. Ey, Roboter, wo schießt du hin? Ich spiele die Musik. Ach, andere Seite. Auf dem Fallschirm verlassen. Hä? Passiert.
Ja, ich hab gemerkt, Gift haben sie zwar noch abgekriegt. Mal sehen, ob du das hoch hier halt kriegst. Das ist nicht so einfach. Nein. Hab ich hier auch schon. Ah, der Großteil der Wüste. Vor allem mit der 82er fehlt der Hilfe auch in die 99. Mhm. Ja, wenn die irgendwas macht, die Flammen da und so wird. Ja, okay. Das ist halt immer das Problem, wenn die drei Sieger für die kleinen Tankwaffe rausfallen können. Mhm. Dann fällt es auf einmal so weit runter, sonst nur so ein halber Schockmoment. Na, ach Gott, was hab ich denn? What? Ich hab ein getäuschtes Lack gefühlt. Naja, falsche Bartmütter. Alles gut. Ach Gott. Hä? Du musst das so abdammen! Oder so. Was? Lach ich da? Und das ist hier so ein Kreis vorbei, so, hm? Ja, ja. Okay. Hm, okay, wenn du meinst. Will Basti jemand trollen? Ich weiß auch gar nicht, wer das abgekriegt hat. Ich hab gar nicht gesehen, was ich hier und das. Na, das hat er da heute. Keine Ahnung. Das nicht alle? Okay. Ich kann dir leider kein Taktiker geben. Ich überlege echt, ob ich ihn nie mehr anziehen soll. Weil Rummel geht doch zum Starten, kann er nicht da hochsteigen. Das Problem ist, entweder ich krieg dann eine Vollherbstkasse. Dann krieg ich eine Vollherbstkasse, sag ich jetzt. In der Zeit sollte mich halt hochheilen, weil ich dann ja keinen Schaden sehe. Und nicht einfach aufhören, wenn ich mit irgendwas mache. Also AE-Spiel macht das, ne? Der Kursen ist weg. Ich finde aber, Dragoon kann mittlerweile richtig gute Eile machen. Das machen tatsächlich gefühlt alle. Mhm. Der Riefer, der geht auch richtig schön ab, weil wenn da für dich schon viele sind. Und wenn immer einer stirbt, kriegt er 10 auf sein Seelengedöns drauf. Mhm. Aber glaub nur, wenn Architekt des Todes drauf ist. Ja, aber den willst du ja immer drauf haben. Das ist ja deine Frage. Der Schadensfrage. Sehr noch früher. Ach, verdammt. Na ja, verdammt, du bist gar nicht übrig. Das muss dann so gut übel gut planen. Ach, da muss er auch die Kämpfe wirklich auswendig kennen. Okay.
Dann aber alle getroffen, ne? Ja. Eigentlich hätten wir auf die Brustfaktor schmissen und drauf. Auf die schieße ich gerade die ganze Zeit. Da bin ich am meisten nervt, wenn das eher wach und nicht als ich bin. Ja, wir haben Schaden zugelegt. Oh, ich bin 82 mal. Die sieht ja richtig cool aus, die Gewinnmaschine. Okay, Z, war mir klar. Bedarf. Klar. Hat alles mitgenommen. Die anderen habe ich alle. Jo, die liegen. Ich sag's ja mal spätestens morgen, was mir bereit. Ja, du, dich hören wir ja. Oder? Nein, ach, wir hören uns ja aber abends. Wir sind ja nur 2 Stunden drin. Fangen wir um 7:30 an, bis um 9:30. Dann bin ich wieder voll im Kunstbau. Ich glaube, den ersten Kampf gucke ich mir nochmal an, ey, den Scheiß-Guide. Erster Kampf? Ja, der erste Kampf, also P1 nochmal. Welchen? Ich meine, so schwer ist er jetzt ja nicht. Vor allem mit den Diamantgedöns-Dingern da. Mhm. Aber einfach nochmal reingucken, nochmal als Widerrufen quasi. Mhm. Dann mache ich wahrscheinlich. Ja, aber ich gucke meinen 3er nochmal komplett an. Und das Größte, das Liebste, ich hatte ja einen 53er-Lock. Mhm. Das war aber dann noch nicht gewertet und jetzt, wo es gewertet ist, ein 49er. Mhm. Also knapp runter gegangen. Die haben es auch, glaube ich, um 2 runter gestuft. So wie mich auch. Ja, kann sein. Schade. Dann ist mein Ziel jetzt, einen blauen Lock hinzukriegen. Wäre ja theoretisch einer gewesen. Ja, aber ich sag mal, es geht immer leichter. Desto öfter wir reingehen und desto besseres Skill wir uns da rausholen, desto leichter wird das Ganze dann auch. Es geht auch später um Laufmechaniken, wenn wir mal wissen, hey, das passt immer, oder man kriegt das so und so. Ja, das ist so, also du hast ja eh sehr viel Sachen, wo du dich vom Schaden hochschiebst quasi. Mhm. Ich glaube, in dem einen Kampf da hattest du auch sogar Uptime oder 90 und eine höhere Uptime wie ich. Okay. Also, du warst auch, hast öfter am Boss, das waren zwar nur ein paar Prozent, was da waren, aber trotzdem ist, da hatten wir, glaube ich, alle 99 quasi. Ui, so war ich schlecht. Mhm. Und das macht halt dein Lock schiebt das auch schon allein hoch, wenn du 99 Uptime hast, sagen wir mal. Und dann geht es ja nur noch ein paar Prozent und dann ist halt nur noch die Skillfrage, also wie oft drückst du deine wichtigen Skills durch und blablabla. Aber das ist dann quasi, geht alles Hand in Hand. Weil irgendwann weißt du ja ganz genau, am Anfang kommt genau, du kennst ja den Ablauf und dann bist du da viel sicherer und weißt, okay, jetzt kommt gleich der Tankbuster, drauf vorbereiten, der kommt, klick, tschüss. Also es ist dann schön angenehm. Und ich glaube, am Freitag ist er dann das mit THE. Ja, ich glaube, das ist ja unser Quasseltermin. Mal gucken, was dabei rauskommt. Mhm. Ich denke mal, die wollen dann halt so die Zeiten wissen. So, wenn du ungefähr deine Zeiten weißt, wann du kannst und nicht kannst, wäre das da vielleicht nicht schlecht. Ja, ich würde es da schon mit einbringen, aber ich bin ja eher mal gespannt, was alles zur Sprache kommt. Hey. Wenn ihr auch mal, denk mal, die wollen halt wissen, okay, wer spielt jetzt welche Klasse konkret. Also du könntest ja auch noch mit einem anderen Tank reingehen, wenn du wolltest, sagen wir es mal so. Mhm. Ich will mit dem Dunkelritter rein, tatsächlich. Ja, ich würde auch mit dem Boril mitgehen. Und dann will ich mal gucken, wie es sich so ein bisschen verändert hat. Das wirst du dann auch merken, dass das da ein bisschen anstrengender ist. Alles zügig ist, ich meine, das hast du ja schon genügend Videos angeschaut.
Oh ja. Wobei in den Videos kommt das, also ich habe auch schon oft meine eigenen Videos angeschaut, also ich habe das auch mal für mich aufgenommen. Mhm. Und da kommt es so, also gefühlt so schnell vor, aber im Kampf kam das mir dann nicht so schnell vor. Wenn ich dazu, also wenn ich mir da selber zugucke, zack, das und das und ich laufe direkt dahin, zack, ich zieh das, das, bam, zack, bam, bam und so. Da denkst du auch so, hä? Was mache ich denn das alles? Und im Kampf bist du so ein bisschen gechillt, also da hast du irgendwie mehr Zeit. Der Epilepsie-Basti. Ja, so gefühlt halt. Ich werde auch oft genug sterben. Das werden wir alle. Also jeder wird da genügend Fehler machen. Ich sehe es wahrscheinlich schon auch entspannt. Ich frage mich jetzt nur, wie das mit dem Gear ist, weil das ja auch mal zur Sprache kam und da stand ja das Aktuelle so das Aktuellste. Also Raid-On halt war overmeldet oder halt die Trials-Sachen, wenn ich es richtig weiß. Wenn ich das richtig mitbekommen hätte. Na, da muss ich auch mal reingucken dann. Aber das hätten wir ja. Wir sind ja nur eine Mischung aus dem. Okay. Na, ich mach dann auch für heute Feierabend. Jo. Dann hätte ich mal gesagt, eine gute Nacht, ne? Jo. Euch auch. Jo, dann bin ich mal aus dem Chat. Jo. Chat. Da. Hm.